Der 13.03.2019 und die große Debatte im Bundestag. Viele sprachen über Artikel 13. Viele zitierten das Ganze von 1 bis Ende. Ach, ich nehme keinen in den Mund, alle, die da waren, haben gesprochen. Die Frage lautet halt nur, ist jeder Bürger, der online geht, mittlerweile ein Künstler? Denn an sich, das Urheberrecht war an sich geschützt für Leute, die halt künstlerisch unterwegs waren und die dadurch bedeutend waren. Also bedeutende Künstler, dessen Werke geschützt werden müssen, weil die ja eine Bedeutung haben. So, Artikel 5 zum Beispiel für Museen und das alles, da darf man gewisse Werke jetzt mittlerweile digitalisieren. Alte Raritäten, auch das wurde geregelt, an sich auf Deutsch, alles darf mittlerweile digitalisiert werden. So, Bücher, Zitate und was weiß ich. Gut, alles darf digitalisiert werden. Jetzt kommt ja die Frage, wenn man das aber freiwillig online stellt, freiwillig zur Verfügung stellt, liegt das Wort ja freiwillig. Und durch diese Freiwilligkeit hat man ja der Öffentlichkeit etwas zugänglich gemacht. Hallo. Fand ich jetzt auch gut. Ich musste gerade unterbrechen wegen einer Kundin. Die hat nämlich von meiner Künstlerin, die ich habe, 3 Bilder, die hängen dort an der Wand. Die habe ich an sich noch gar nicht gezeigt. Dürfte ich aber zeigen, weil die Künstlerin zu mir gehört. Aber ich habe mir nie einen Kopf drum gemacht. Ich meine, die hat wunderbare Bilder da so gemacht und ich habe auch andere Bilder, die ich hier stehen habe, eingerahmt. Nie daran gedacht, dass man die verkauft, weil man braucht ja auch hin und wieder mal Dekoware oder irgendwie, dass es schöner wird. Aber ich habe, wie gesagt, nie daran gedacht, dass man sowas verkaufen könnte. Es ist ja, also, wie gesagt, auch urheberrechtlich und die Künstlerin hat an sich auch nie einen Kopf drum gemacht, dass das an sich Kunst ist, was sie da gemacht hat. Hin und wieder hat man halt so Ideen, so wie Sir Timothy Lee, der Berners-Lee, der auch sagt, so komm, ich mache hier mal in Kern damals vor 30 Jahren, ja, und dann, ja, hier, kannst du haben. Ne? Ja, und heute, da ist der Kern des Clips, Urheberrecht, schön und gut. An sich, online, ist da jeder Künstler, der online geht, ist jeder YouTuber ein Künstler, sollte jeder YouTuber geschützt werden mit seinen Clips etc. Des Weiteren, ich finde es so toll, wenn ich mir das da alles anhöre. Wie gesagt, wir sind nun mal eine Datenverarbeitungsfirma, Datenschutz, Brandschutz und so weiter. Diebstahlschutz von Daten, also wie man das richtig sichert, das Ganze. Provider. Sollte der Provider nicht von vornherein irgendwie was abgeben? Keine Ahnung, der verdient ja Schweinegeld mit den sogenannten Daten, die er da filzt jeden und weiterleitet. Habe ich ja schon mal erklärt, dass das wirklich so ist, dass die Daten an sich gefiltert der ganzen Welt zur Verfügung gestellt werden bei den Providern, beziehungsweise bei den Google, nicht nur Google, sondern auch den anderen, Facebook und so weiter, die da Daten sammeln und jeden Tag fragen, hör mal, möchtest du nicht, wenn du 5 Euro, 7 Euro, 10 Euro investierst, dann werde ich deine Daten da ein Publikum um dich herum freischaufeln und so weiter. Also es würde. Schön und gut. Aber so richtig funktioniert das Ganze ja noch gar nicht. Ich meine, Datenschutz, schön und gut. Wie gesagt, auf der anderen Hälfte, da gibt es Leute oder Menschen oder Regionen, die wissen noch nicht einmal, was Datenschutz ist, weil die gar keinen Datenschutz kennen. So, wir sind nur 50% online. Von der Weltbevölkerung. Die Hälfte der Weltbevölkerung ist online. Und in der Hälfte, die da online sind, dann könnte man das auch noch strukturieren. Wie viele sind denn hier in Deutschland? Hier in Deutschland hat man festgestellt, circa 10%. Deutschland leben also 83 Millionen Menschen, davon 10%. Hochgerechnet, nicht gerechnete, sage ich jetzt einfach mal, 10 Millionen. 10 Millionen sind online. Und hier in Deutschland, also nicht richtig, und davon sind also einige aktiv online, andere sind passiv online und andere sind halt online, wissen aber damit nicht umzugehen. So ungefähr musste man das Ganze überhaupt mal sehen, weil ich finde das super toll, dieses World Wide Web, dieses ganze Konstrukt, wie alles hin und her fährt, wie alle Daten da durch unsere Sachen fließen.
Ob nun per Funk damals mit CB-Funk 128 Kilobit wurde da gesendet oder halt davor mit BTX hat man es versucht, da irgendwas zu machen. Dann die Akustikkoppler, hat man Daten und so weiter. Download, Upload. Und heute stelle ich fest, dass wir 100 Mbit Leitungen haben. Wie das alles so rauskam, konnte man mindestens 50 Clips gleich hochfahren. Ja? Und das bei 50 Mbit Leitungen. Bei 50 Mbit Leitungen konnte man bis zu 50 Uploader hochjubeln bei YouTube. Ging wirklich, das ging ratzfatz. So, jetzt sind wir bei 100 Mbit. Wir sind immer noch bei 50% der Weltbevölkerung, die online sind. Und es wird immer dubioser. Es wird immer weniger und was weiß ich nicht alles. Viele von euch haben ja ein Smartphone und wissen auch, dass das Datenvolumen plötzlich verbraucht ist, ja? Oder horrende Rechnungen bekommen haben, weil ihre Daten plötzlich irgendwie freigeschaufelt wurden und sie haben das gar nicht gewollt, haben den falschen Knopf gedrückt oder so. Das sind ja auch solche Mechaniken, die wir halt nicht bedenken, was alles so täglich passiert mit unseren Daten. Also noch einmal, an sich müsste der Provider, sage ich jetzt mal Telekom oder 1&1 oder andere Anbieter, viele sind es ja mittlerweile nicht mehr, die müssten an sich, sagen wir mal, 10% vom Umsatz irgendwie der GEMA zugänglich machen, damit die ganzen Künstler aus diesem Portfolio da Gelder beziehen. GEMA ist ja so ein Schutz für Künstler. Dann gibt es ja auch noch die Versicherung für die Künstler. Man könnte also so eine Art Portfolio aufbauen, wo das ganze Geld hineinfließt und wo die Künstler dann bezahlt werden. Die Frage lautet natürlich, was ist Kunst? Was oder welcher Urheberrecht oder welches sollte wirklich geschützt sein? Man kann ja nicht alles schützen. Ja? Es gibt also eine Menge hier in Deutschland, weil wir sind ja da die Meister drin. Also Zitatenrecht, ja, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Da müsste ich Herrn Shakespeare fragen, wisst ihr ja. Oder ich denke, also bin ich, wäre dann Einstein zum Beispiel. Zitatenrecht, darf man das zitieren? Ich meine, wir überspitzen das im Moment. Weil, wie gesagt, der Angriff auf die Demokratie, die einen sagen Demokratie leben. Also wenn ich Demokratie leben soll, so wie ich mir das heute da angehört habe, kann ich, ja, wie soll ich denn, oder der Genderwahn, ja, der totale Genderwahn, der geht den Leuten jetzt mittlerweile auch auf den Senkel, dass das ganze Genderische da, die Gendersprache, das Genderverhalten, an sich ist das ja Diskriminierung, oder? So, wenn ein Gender auf Toilette geht, ja, ihr wisst schon, dann hat er sich doch geoutet. Aha, der ist ein Twitter. Ne? So, ja, hallo, ist doch Diskriminierung. Also wenn man auf eine Gender-Toilette geht, hat man sich geoutet, man ist Twitter. Ja, Männlein, Weiblein in einer Form da, an sich ist das kein Schutz. An sich ist das Diskriminierung. Ja? Demnächst gibt es schwulen Toiletten, demnächst gibt es Lesben-Toiletten oder Baderäume etc. pp. Ihr wisst schon, überspitzt gemeint, das ist ein Outen. Das ist ein Outen. Also mir ist so, also wenn man in eine Öffentlichkeit reingeht, dann soll man sein, wie man ist. Ob man nun ein Agenda ist, ob da also ein Gender ist oder ein Twitter ist oder egal was da ist. Ne? Ein Mensch, egal wie er aussieht, ja, ein Indianer ist ja auch kein Gelbhäutiger oder Rothäutiger. Ist ein ganz normaler Mensch. Ist nur ein Indianer. So, Punkt. Man darf sich auch nicht mehr verkleiden wie ein Indianer. Man darf auch nicht mehr rumlaufen wie ein Cowboy. Zu Karneval zum Beispiel. Also es wird da ein bisschen übertrieben. Also eine Übertreibung. Wir haben jetzt eine Übertreibungsgesellschaft. Alles wird übertrieben. Das Video wird jetzt wieder von den Trollen belächelt, weil die Trolle ja eh nicht hinhören. Das ist halt so. Oder andere Trolle schreiben darunter rollige Kommentare. Das ist heute unsere Gesellschaft. Also wir diskriminieren uns gegenseitig. Ja? Man bastelt da Spezialtoiletten für Schwule oder für Lesben oder für Gender. Man konstruiert da irgendwelche menschlichen, farblichen Toiletten da, damit jeder ja unter sich und so weiter, damit er bloß nicht diskriminiert. Aber in Wirklichkeit ist das eine Diskriminierung. Denn wer sich outet, ist es ja dann. Na? Also, ich frage mich die ganze Zeit, solche Toiletten habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass da sowas gäbe.
weiß ich jetzt nicht, wird es sicherlich irgendwann sein, an irgendwelchen Autobahntoiletten oder so. Ist ja auch so eine Sache, ja, da musst du ja auch 50 Cent bezahlen, die kannst du dann irgendwann einlösen. Also Freiheit sieht an sich anders aus. Ja. Hallo, grüße, hi. Bei dem Wetter draußen. Ich hörte mir gerade, wurde ja unterbrochen. Ich hörte mir gerade den Bundestag an am 13.03.2019 und da ist auch eine Sprecherin, die sehr burschikos, hat auch eine burschikose Haarfrisur. Ich weiß nicht, aus welcher Regierung-Ecke die da kommt, Opposition sagt alles, aber aus welcher jetzt, weiß ich nicht genau. Jedenfalls haut sie voll rein, richtig. Normale Künstler, einfache Künstler, ja, die kriegen nichts. So. Von dem ganzen Kuchen. Es geht nämlich wieder zu den großen, zu den fetten Konzernen. Da soll das alles hinfließen. Die Artikel 13 Geschichte 11, 9, 8, 1 bis aufwärts. 5, wie gesagt, ist ja die Digitalisation. Weiß ja auch keiner, dass die Museen, wie gesagt, ihre Werke endlich da digitalisieren dürfen. Also wenn man das ganze Buch sich durchliest, bleibt es natürlich jetzt bei den normalen Kreativkünstlern, also bei den komplett einfachen, bei den total Unbekannten. Oder weniger Bekannten, die nichts erhalten. Ist halt so. Aber lassen wir alles mal sein. Das sollen die Politiker sich da selber auf ihre Agenda schreiben. Wie gesagt, Hashtag nie wieder CDU, Hashtag nie wieder SPD. Da applaudieren die wie die Weltmeister. So, ich denke mir, ich habe gerade Zeit. Ich werde ein ordentliches Video eben machen. Und ich unterbreche mal eben. So. Als Firma darf ich jetzt laut sprechen, weil jetzt Feierabend und gleich wird Hubert und Staller geguckt, weil davon ist man schon Fan, aber leider nur das. Ja, auf der anderen Seite gestern am 12.03. wurde dann dieses Revier gesehen im ZDF, ja, nicht Großstadtrevier, ist egal. Also jedenfalls zwei Serien und dann war es das. Dann geht man wieder zurück zu Netflix, Amazon Prime. Oder YouTube. So, die Welt hat sich verändert. Die Welt hat sich natürlich nicht verändert, sondern der Mensch, sein Verhalten hat sich geändert oder verändert. Die Welt ist immer noch im Universum und dreht sich immer noch und so weiter und so fort. Dieses Online ist so eine Art Spökes geworden für wirres Zeug. Sagen wir mal so. Dieses wirre Zeug jetzt zu bannen durch Artikel und durch Verordnungen, ist und es bleibt wirres Zeug, halt, ist nicht. So, gestern, wie gesagt, zugehört Sir Tim, das ist natürlich Elite, MIT, das sind ja ganz andere Größen, ganz andere Denker, ja. YouTube, komm, das ist halt, da höre ich mir, wie gesagt, die Eltern hier zwischendurch an, die freuen sich, wenn YouTube mal einen auf den Deckel kriegt, weil die Jugendlichen da abhängen oder anfangen zu weinen, weil irgendein YouTuber, den überhaupt kein Mensch kennt, den man regelrecht suchen muss, damit man überhaupt weiß, dass es den gibt. Aber egal, das ist halt so. Wir wollen jetzt mal die Wahrheit, nicht, dass die Wahrheit mal hier verkünden. Denn nichts, also online ist an sich gar nichts, außer man macht da irgendwas. Dann könnte es sein, dass es was ist. Das Problem, wie gesagt, die großen Größen, wirklich, die großen Größen, die wollen wir dann abkochen da. Axel Springer Verlag und so weiter und noch größere, die wollen richtig Schotter machen und die wahren Künstler, die ich tagtäglich hier um mich herum habe, die nicht so berühmt sind, auch gerade, wie gesagt, die malerische Kunst, die da an der Wand hängt, die da gerade gefragt, was möchten sie denn dafür haben, die gefallen mir. Da, wie gesagt, hat man gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe, wie gesagt, viele Künstler, auch vorhin einer, der Mord irgendwann mit Mord da. Jedenfalls so ein Serienkünstler, der in einer Serie aufgetreten ist. Mein neues Buch kommt bald raus, bald kannst du es wieder lesen und so. Das macht natürlich Spaß im Analogie, also wenn man es nicht veröffentlicht. Ob ich das irgendwann mal hochhalte, weiß ich nicht. Mittlerweile weiß ich gar nichts mehr, weil sowas an sich Spaß machen sollte. Aber mittlerweile macht es ja keinen Spaß, weil man hat ja da so Trolle, die da unbedingt einen erzählen müssen, weil, keine Ahnung, denen geht es irgendwie nicht mehr so gut oder die haben irgendwie Schwierigkeiten mit sich selbst, müssen dann andere niedermachen, runterputzen oder fertig machen oder kaputt machen, ist halt so merkwürdig halt. Das Online-Verhalten ist ein bisschen merkwürdig,
Ich habe ja gerade, wie gesagt, draufgeklickt. Ich meine, ach ja, jetzt sehe ich, wo die herkommt. Ja, ja, klar. Könnte also, ja, ich sage es nicht. Also ist egal, sie hat halt ziemlich hart gesprochen, was ich sehr gut fand jetzt gerade, dass sie da gesprochen hat. Wie gesagt, online ist jeder Künstler. Ja, ist YouTuber jeder ein Künstler. Wie gesagt, das ist alles so eine Sache. Es ist alles so eine Sache, da sollte man schwer aufpassen, sag ich jetzt mal. So, ich will auch gar nicht so weit ausholen, weil ihr wisst ja sowieso alles besser, ihr könnt ja auch alles besser. Und deswegen lasse ich das jetzt mal sein. Überlegt euch mal richtig gut, geht mal in euch und fragt euch, so, ist das wirklich alles so, was die da erzählen, ist das überhaupt richtig, ist das wahr? Oder geht es einfach nur darum, um ihre Politik zu verkaufen, das Europaparlament noch mehr zu verkaufen, ja, und ein Geben zum Kaufen. Ja, dieser Datenschutz, das ist so eine Sache. Der Urheberrecht ist auch so eine Sache. Wenn man alles mal durchliest, wie gesagt, Artikel 5, dass die Museen dürfen und so weiter. Artikel 3, dass die das und jenes dürfen. Davon sprach natürlich keiner. Man spricht ja immer nur von Artikel 13. Und das Leistungsgesetz 11, natürlich total verschärft, darüber spricht man natürlich auch, ist klar. Man spricht immer, und das andere lässt man gerne weg. Naja, ihr müsst das selber. Ihr müsst das alles selber, weil, wie gesagt, ihr könnt alles besser, ihr wisst alles besser, ihr habt ja die Ahnung. Ja, ihr habt die Ahnung, dann, wenn ihr noch die Ahnung habt, warum läuft dann alles so schräg? Da frage ich mich zwischendurch. Ja, es läuft so schräg alles. Ich kriege das jeden Tag mit. Und ihr wisst, ich lasse es lieber, weil ihr wisst alles besser. Ich lasse es. Ich frage mich, sollte man die Wahrheit überhaupt verkünden? Sollte man überhaupt Ideen einwerfen und sagen, wir können ein neues Konstrukt? Also ich bin ja für diesen Webvertrag von Sir Tim, der im Mai 2019 unter Solid und unter der Foundation vorgestellt wird. Also Solid ist die neue Oberfläche vom World Wide Web und soll halt die gesamte Struktur verändern. Auch er mag diese Hassgeschichten nicht, er mag das ganze Web nicht, also er mag nicht das, was daraus geworden ist, was er sich damals hat ausgedacht. Wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, das normale Volk sozusagen so ein Instrument in die Hand geben, ist ja wohl klar, dass sowas dabei rauskommt. Ja? Wie gesagt, als Firma 76 gegründet, analog digital, zu dem Zeitpunkt wusste auch keiner, was ist denn das genau. So 79 dann die Bit-and-Byte-Väter, die da die Konsolen rausgehauen. Dann, also es gab ja schon alles, Cybercafé, das hat ja Spaß gemacht. Dann die großen Spielhallen, ich sag nur den Film Tron, Teil 1, Teil 2. Dann die ganzen anderen Spielfilme, Defcon 5. Da mit dem C64 wieder am Spiel war und plötzlich den Dritten Weltkrieg oder ausgelöst hätte da und so weiter und so fort. Oder Mord von der Stange. Der Film war ja genial. Auch so eine Geschichte. Das gibt es ja heute alles. Heute gibt es das alles. Heute könnte ja wirklich einer da reinhacken und Defcon 5 da so richtig hochfahren. Zack, zack. Ihr könnt Cruise Missiles fahren im Notfall. Baut euch wieder Räume. Baut euch Cruise Missiles und fliegt die durch die Gegend, beziehungsweise Drohnen. Baut euch Drohnen, setzt da in eurem Wohnzimmer, baut euer Wohnzimmer um und dann feuert ihr da aus allen Rohren. Es muss ja nicht gefeuert werden in einem Sinne, sondern fotografiert wie die Weltmeister zum Beispiel. So, man will also die Privatisierung wieder privat machen. Da könnt ihr ja machen, was ihr wollt, aber online nicht. Das heißt also, ihr dürft dann online nicht wieder filmen, zeigen, aufzeichnen, weiterleiten, direkt leiten. Eine Demo zum Beispiel, also man will halt nicht nur die Konzerne stärken, damit die richtig Schotter machen mit diesem angeblichen Urheberrecht, sondern man will ja auch euch knebeln, damit ihr nicht die Wahrheit und nicht sie als die Wahrheit online stellt. Ne? Zum Beispiel die gelben Jacken, roten Jacken da und so weiter. Und wie gesagt, Kunst, Kleinkunst, was ist überhaupt noch Kunst? Dass ich überhaupt so ein Video noch mache, da frage ich mich auch manchmal, warum machst du das eigentlich? Weil du den großen Spaß hast, da die Trolle zu jagen. Ja, ist halt, es macht so viel Spaß, da irgendetwas zu machen und schon kommt ein Troll vorbei und yeah, da ist da was, und schon geht die Post ab.
Ja, so ist das nochmal. Also wie gesagt, das Jahr 2019 ist ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Ich hoffe, dass Tim sein Solid da und sein neues World Wide Web gut rüberbringt und dass er das irgendwie den Leuten also schmackhaft macht und dass auch deutsche Firmen da mit einsteigen, auch der Bundestag mit einsteigen. Von denen hört man ja gar nichts. Also man hört von den Politikern nicht, dass sie sagen, hör mal, da gibt es einen, den Sir Tim Berners-Lee, der das erfunden hat, 89. Und der hat gestern, also am 12.03., hat er gesagt, ja, oder die Foundation mal erwähnt, oder Summit, ja, diese Lissabon-Geschichte da, keiner erwähnt es. Keiner spricht vom Urvater des World Wide Web, ja. Nö, man spricht von Urheberrechten, man redet davon, den Großkonzern das wieder zuzuschaufeln, man spricht von Upload-Filtern, die gerade mal 0,01 überhaupt schaffen, wenn sie es überhaupt schaffen. Und man spricht plötzlich, oh herrlich, von KI. Boah, KI, Wahnsinn. Gibt nur noch keine, aber egal. Aber man will die KI fördern. Ja, finde ich stark. Es gibt zwar noch keine, aber egal. Also der beste Urheberrechtsschutz wäre online schließen. Ja, online schließen. Sich was Neues ausdenken. Oder wie gesagt, neue, also normale Bürger dürfen dann halt nicht online gehen. Ist halt so. Du musst also einen gewissen Status haben, du musst ein Management haben und du musst, was weiß ich, auf einer Bühne sein, du musst der GEMA angehören, du dann darfst. Das heißt also, wir dürfen nur noch genau das zweite Fernsehprogramm sozusagen online schauen. So ungefähr, wenn er hinhört. Also es gibt ja das Realfernsehen in der Flimmerkiste, mittlerweile ja auch in der Onlinekiste. Und wenn man dann ein zusätzliches künstlerisches Fernsehen konzipiert, wo dann die da Künstler sind, wie zum Beispiel, habe ich ja erwähnt, Künstler hier reinkommen, wollen sich selbstständig machen, wollen kreativ sein und dann wollen sie meinen einer da, der das dann in Szene setzt, das schneidet, zusammensetzt. Für 0 Euro. Ich finde das stark, ich finde das überhaupt stark, dass das alles so ist, dass da, wie gesagt, welche wollen sich selbstständig machen auf Kosten anderer Selbstständiger, die da das umsonst machen sollen. Wahnsinn. Also das Social Media sieht ja irgendwie schräg aus. Alles ist Social, alles ist Media, alles ist umsonst. Meine Freunde, das Leben ist nun mal nicht umsonst. Es kostet ein Schweinegeld. Wenn man eine Firma führt, ist man schneller zu Ende, wie wenn man eine Firma nicht führt. Ja, dann ist man auch zu Ende. Ich kriege das jeden Tag mit. Am Ende sind wir an sich alle genau da, wo wir am Ende alle sein werden. 3,50 Meter tiefer, schlafen da bei den Würmern und ja, und sinnen dann, wir sind dann von Sinnen und sinnen dann, was da wohl gewesen wäre, wenn man noch am Leben wäre. Aber egal, komm, bevor ich ausraste, also ihr merkt schon, ich denke mir schon über Artikel 13, ich denke mir schon Artikel 11, 5, 4, 3, 1 und auch das gesamte Urheber und so weiter und so fort. Wie gesagt, jeden Tag mit zu tun. Ja, aber stimmt einfach nicht. Das sage ich jetzt einfach mal so, was hier nicht stimmt, das wisst ihr, dann macht, komm, ich weiß es schon. Die Trolle, ich mache Trollvideos. Ja, das mache ich. Für rollige Trolle. Ja, das, ja genau, sowas mache ich. Das macht Spaß. Dann kommen die da alle. Oh, na, ach herrlich. Aber ich freue mich jetzt schon über die Texturen. Ach du meine Güte.